Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Heavy Rain. Ich habe gerade nochmal so 5 Minuten aufgenommen, ehe mir aufgefallen ist, dass das Mikro leider nicht aufgenommen hat. Warum auch immer, es war eingeschaltet, keine Ahnung, ich muss es einfach nochmal ausschalten und nochmal einschalten, da ging's, fragt mich nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt schauen, dass ich hier nochmal an die Stelle komme, an der ich aufgehört habe. Und ich nehme mal an, es war diese hier. Bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber ich denke mal schon. Deswegen spiele ich jetzt einfach mal hier weiter. Ihr Fortschritt wird von diesem Punkt an gespeichert. Die Handlung der nächsten Kapitel ist eventuell nicht mehr folgerichtig, bis sie erneut spielen. Ich würde sagen, wir speichern das mal neu, weil ich habe total versagt. Und ihr sollt ja auch so weiterspielen, wie ihr es dann seht, ne? Deswegen, ja. Wir möchten ja so weiterspielen, wie ich spiele, während ihr mir dabei zuschaut. Deswegen würde ich sagen, wir speichern es einfach neu. Donnerstag, 11.15 Uhr, 85,5 mm. Und jetzt einmal schön an die Tür klopfen. Ich hoffe, ich mache mich besser als das letzte Mal. Ich habe mal wieder ganz oft Kreis und Viereck verwechselt. Kennt ihr ja schon von mir, ne? Entschuldigung. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich habe 1000-mal gesagt, ich will hier keine Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ha? Schieß einfach. Ich war gleich fertig, Flachwichser! Also mir war es auch schon klar, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich bring dir alle Klappen, Flachwichser! Ich bin einfach zu blöd für Kreis und Viereck. Da war ich das letzte Mal noch so. Ich kann dich hören, Kumpel! Warte, Mann! Du kannst alles haben! Ich hab Stoff, ich hab Geld! Willst du Stoff? Bitte! Bitte erschieß mich nicht! Ich hab Kinder. Sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Tja, schießen oder nicht? Hilfe. Ich bin auch Vater. Für mein Sohn. Aber ich habe keine Wahl. Einfach nur für meinen Sohn. Vorhin hatte ich die Wahl nicht. Kurz dich ruhig aus, Großer. Ja. Im Pistolengriff. Super. Hätte man das vorher gewusst?
852 Ruelt. Die Frage ist, war es das wert oder nicht? Wir kannten den Typen ja nicht. Sie haben eine Trophäe verdient. Ich bin ein Mörder. Donnerstag, 13.32 Uhr, 87.22 Uhr. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt. Sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Die Hauptsache ist doch, wir sind hier, oder? Haben Sie auch noch andere Medikamente? Für den richtigen Preis, Liebes. Und bei Ihnen, wie ist Ihr Preis? Vergessen Sie's. So läuft das nicht. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept.
dauert nicht lang. Warten Sie. Der Typ macht mir Angst. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Er hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt die beste Idee ist, aber... Ich liebe meine Mama. Ganz langsam. Lieber nochmal gehen, irgendwie habe ich bei sowas traue ich mich nie. Der Typ macht mir viel zu viel Angst. Der Kerl hier hat übrigens einen Pickel unten von uns aus rechts gesehen am Kinn. Bin ich eklig, ist mir schon mal aufgefallen. Schlaues Mädchen. Immerhin kriege ich jetzt eine Trophäe nach der anderen. Donnerstag, 14.18 Uhr, 88,95 mm. Es wird knapp. Sieht ja wundervoll aus. Was willst du denn hier? Sieht ja wundervoll aus. FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Natürlich. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Jetzt weiß ich, wozu das gut ist. Okay. Größe 41. Vermutlich ein Besucher.
Blut? Warum ist hier Blut? Das ist eine gute Frage. Kann man noch weiter nach da gehen, oder? Oha. Das ist nicht das richtige Auto. Größe 48 muss Magics Größe sein. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Gute Frage. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Da ist noch eine DNA-Spur, oder wie? Das hier haben wir schon untersucht. Meine Schwede, sind hier viele Beweise. Oder Sachen, wie auch immer. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Immerhin habe ich zum Ende des Spiels mal gecheckt, für was der Handschuh gut ist. Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren, kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Okay. Soweit dürften wir hier durch sein, wobei hier hinten vielleicht noch gerade. Ist hier noch was? Ja, hier sind auch noch Sachen. Aber nichts Interessantes. Gehen wir mal da raus. Hier noch irgendwas? Anything? No. Ist jetzt gut. Hier ist gerade noch was gekommen, oder? War das schon? Ne, ist gerade gekommen. Habe ich richtig gesehen.
ist. Sie haben mich, Officer. Ich packe aus. Den Wagen, den habe ich ganz neu lackiert. In leuchtendem Dangerous Blue. Passend zu dem miesen Scheißkerl, dem er gehört. Hände hoch, du Schwein! Hab ich doch. Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Ja, ich hab's gerade mal richtig gedrückt, ey. War das jetzt Wrestling? Alter, ich hasse die Kämpfe, die sind so schwer. Ich bin nicht so gut. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Letzte Chance, Jack. Sie sollten sie lieber nutzen. Oder du tust was. Du willst mich nicht umlegen, was dann? Verhaftest du mich? Fuck! Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein, hä? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße. Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen Drogenproblem 007. Dauerhaft. Es war so klar. Symbole gar nicht erkennen. Das bringt schon mal gar nichts. Was soll ich mit dem Drücker machen? Bringt aber auch überhaupt nichts. Alter. Ja, ich bin jetzt nicht gerade der Profi. Alter, vibriert das ekelhaft. Der muss dringend verhaftet werden. Aber so richtig dringend.
Der wäre gut für Wrestling. Du willst fies sein? Richtig fies. Ah. Scheiße. Definitiv, der wäre richtig gut für Wrestling. Scheiße, Mann, ich hasse das. Das macht mir irgendwie gar nichts aus. I quit. Not. Scheiße. Der ist stärker, aber den hat hier. Wollt jetzt so viel Kreis und Viereck, bitte. Mann, ich hab vergessen, auf die Uhr zu schauen. Das ist gut für euch, ne? Habt ihr mal ein kleines bisschen längere Folge. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge.